So Leute, ein neuer Part ist am Start und ich habe mir gedacht, weil wir eben gerade die Leute so krass verkloppt haben, habe ich mir gedacht, wir gehen jetzt in diesen Fight Club, wo ich glaube ich schon 5-6 Mal auf die Fresse bekommen habe und diesmal zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Vorerst hauen wir den... Ah ne, wir haben die Truhe da hinten sowieso schon geplündert, deswegen wäre es jetzt blöd, den nochmal auf die Fresse zu hauen. So, und zwar machen wir jetzt folgendes. Wo ist denn dieser Fight Club, wo wir immer aufs Maul bekommen haben? Da ist der. Zack. Das wäre mal nice, wenn wir jetzt ein Taxi finden würden. Das wäre echt nicht schlecht. Dann können wir schon mit dem Taxi dahin fahren. Da werde ich auf jeden Fall nochmal eine Coke trinken. Vielleicht nochmal was fratzen und dann kann es auch direkt losgehen. Dann werde ich im Fight Club mal ein bisschen aufmischen. Aber als allererstes ein Taxi. Taxi, Taxi, Taxi. Wieso finde ich denn hier kein Taxi in ganz Hongkong? Das ist echt zum Kotzen. Dann laufe ich halt die Strecke. Hier soll ich da vorne den Geldtransporter wieder klauen? Kriege ich wieder dick Geld davon. Aber ich habe keinen Bock auf wieder so eine Polizeiverfolgungsjagd. Das mache ich irgendwann nochmal. So, Taxi, Taxi, Taxi da hinten, oder? Jawoll! Da muss ich nochmal umziehen auf jeden Fall. So, komm einfach jetzt hier direkt zum Fight Club. Oh, schon wieder auf Nein gedrückt. Umziehen machen wir dann einfach, nachdem wir die alle besiegt haben. Und ich hoffe einfach, dass wir die jetzt auch besiegen. Bin jetzt gerade motiviert. Da sollte man es auch ausnutzen. So, dann wollen wir mal. Gehen wir auch mal direkt mutig dahin. Dann wissen die, dass wir schon aufgewärmt sind. Und dann verkloppen wir die alle. Achtung. Wo ist denn die Tür? Da. So. Nee, dir helfe ich jetzt gerade nicht. Tut mir leid, ich habe was Besseres zu tun. Hab gerade den Ton vom Fernseher noch angehabt, deswegen könnte es sein, dass ihr es doppelt gehört habt. War meine Schuld. So, ich möchte kämpfen. Ich habe es in der dritten Stadt schon gezeigt, dass ich es kann. Jetzt will ich es bei dir nochmal zeigen, du Glatzkopf. Mann, wieso treffe ich den denn nicht, wenn er auf dem Boden ist? So, Nummer 1. War überhaupt kein Problem für mich, jetzt 2. Stirb. Steh auf. Und jetzt bist du down. Runde Nummer 3, bitte. Die nächsten. So, du bist am Blocken, okay? Boah, das wollte ich doch gar nicht. So, der Typ ist down.
So, die nächste Runde bitte. Puh. Du fetter Fettsack. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Wenn ich so einen Kick vom Fettsack bekomme, habe ich wieder fast keine Power mehr. Oh, Scheiße. Lass los, du fette Wutz. Wo bist du, Kleiner? So. Ich glaube, das ist jetzt die sechste Runde. Ah, so, jetzt machen wir einen auf langsam, Leute. Schön kontern. Die Runde müssen wir überstehen. Nee, ist die fünfte. Okay, keine Fettsäcke am Start. Oh, einen Kick abbekommen, okay? Du Sackaffe, du. Komm, wir schaffen die sechste Runde, Leute. Zu früh geblockt, kann mal passieren. So, sechste Runde. Jetzt müssen wir noch defensiver sein als eben. Wir haben eine Stelle abbekommen. Jetzt sind wir zwei Fettsäcke, die hier sind. Zwei Fettsäcke, ja. Drei sogar. Vier. Langsam, langsam, langsam. Dieses Festhalten von den Fettsäcken geht mir auch auf den Sack. Wo hat er mich getreten? Oh, Scheiße. Jetzt geht's hier unten weiter, Leute. Ist mir zu viel hier unten, ich muss wieder hoch. Kommt in den Ring. Ich hab den doch in die Fresse getreten, schon wieder.
kann nicht sein, Leute, wenn ich das wieder verliere. Boah, du kleiner Wichser, Mann. Ey, das ist nicht... Nein, nee, das gibt's nicht, Mann. Da verliere ich gegen einen fetten Fettsack. Das gibt's doch nicht. Mit seinem 5-Meter-Fuß. Ich drücke jedes Mal auf Blocken, aber der kickt mich dann jedes Mal. Ey, ich könnte kotzen. Nochmal, du Penner. Ich will nochmal. Ja, ich will nochmal. Mach jetzt. Ich will nochmal. Mach jetzt. Zum Kotzen. Oh, diese, wieso schaffe ich die scheiß 6. Runde nicht, Mann? Vorhin haben wir die auch geschafft. Beziehungsweise nicht hier, sondern da hinten. Bei der 3. Insel da. Komm schon. Wir müssen die 6. Runde wirklich richtig defensiv machen. Steh auf und du kriegst einen Kick von mir. Ich find's doof, dass die Fettsäcke auch einen festhalten. Das ist echt zum Kotzen. Wo sind die anderen beiden? Oh, Leute, ich will da nie hochspringen. Ich will da einfach nur runterspringen und dem Typen einen Kick geben. Huh. Ey, die 6. Runde ist so asozial. Komm her, du fette Wurst. Okay, Leute. Jetzt aber, jetzt oder nie. Ganz defensiv. Schön blocken und so. Auf den Fettsack gucken. Ah, wir sind erst bei 5, okay. Ist noch kein Fettsack da. Trotzdem defensiv bleiben. Lass den Gegner den Fehler machen. Ugh!
Ich kam gerade mit Glück auf die Dreieckstaste. Oh, scheiße. Eine Schelle bekommen. Scheiße. Mann! Letzte Runde, Leute. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, versuche ich es wieder nicht. Naja, also dann versuche ich es nicht nochmal. So, richtig defensiv. Des Grauens, des Todes aber. Fängt schon mal sehr gut an. Fette Sau. Wäre cooler gewesen, wenn er da runtergefallen wäre. Das ist eine dicke Down eigentlich. Jetzt der Down. Zwei Fettsäcke noch, Leute. Und so einen Spargeltarzan. Die kriegen wir aber locker. Noch ein Fettsack. Fette Wutz, du. Oh, ich hab's geschafft. Oh, aber wieder fast gestorben. Noch ein Kick und ich wäre tot. Puh. So, Leute, wir haben immer noch die Stufe 4 erlangt. 30.000 dafür bekommen. Und dafür ein Nahkampf-Outfit. Freut mich doch auf jeden Fall. Dann werden wir das hier noch machen, dann haben wir auf jeden Fall die nächste Stufe. What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago, but the bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. Einige Dosen auf die Cops werfen. Huh.
Hey, you! In a stupid uniform! Keep running! Jetzt kann ich abhauen. Nach so einem fetten Kampf noch um mein Leben rennen. Gute Jungs. Hey Jungs, macht weiter. Als ob die Polizisten so geil hier Parkour machen können wie ich. Können die mir nicht erzählen. Jetzt bekomme ich sogar noch ein Spear von dem Typ. Komm weg. Wir haben schon 3 Sterne. Jetzt fangen sie sogar an zu schießen. Was man nicht alles tut für so einen kleinen Gefallen. Draußen wird es bestimmt Stress geben. Danke, Mann. Hast mir das Leben gerettet. Und hinter mir sind die Bullen her, oder? Nee. So, jetzt haben wir aber die nächste Stufe erreicht. Jawohl. Härte. Solange die Ansehenanzeige aktiviert ist, erleidet Way weniger Schaden durch Angriffe. Ja, das ist doch schon mal nice. Und ja, ich würde sagen, in diesem Part haben wir endlich mal diese Scheiße geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part zu Hause wieder. Ich werde mich umziehen, mich waschen und dann können wir die nächsten Hauptmissionen starten. Macht's gut!